Captain Michael Terry Wainwright ist Engländer, 63 Jahre alt und fliegt wie ein junger Gott. Mit 22, bereits Bomberstaffelkommandant, ist er einer jener Flieger, welche die Schlacht um England schlugen und gewannen. Der rund 40 Jahre alte Flugapparat wurde in einer spezialisierten Werft in Großbritannien general überholt und wieder flugtüchtig gemacht. Wir sehen, wir haben hier jene Kabel natürlich direkt im Flugzeug im Cockpit angeschlossen. Es ist nicht so einfach zu stehen drin. Jawohl, schön und abblenden. Mit dieser Ganzmetall-Tiefdecker-Konstruktion war 1935 dem amerikanischen Flugzeughersteller Donald Douglas der ganz große Wurf gelungen. Bis zur Einstellung der Produktion im Jahre 1959 hatten über 10.000 Stück dieses Typs die Werkhallen in Santa Monica verlassen. Heute werden in Europa nur noch wenige Exemplare geflogen. Von Exeter, England abgeflogen. Das ist schlau. Grusig. Hey, schau doch auf den Monitor, die Schlafkappe. Action, Action. Es muss immer so oben sein. Yes, that's very nice picture. Es ist so, wir sind jetzt in Exeter abgeflogen vor etwa 4 Stunden. Über den Kanal rein, ohne grosse Störungen. Wir haben leichte, ganz schwache Verriesungen gehabt. Aber also kein Grund zur Beunruhigung. Zeitweise ist die Heizung nicht gelaufen. Wir sind ein bisschen low on fuel. Aber bis jetzt ist alles gut gegangen. Ich freue mich darauf, dass ich gleich die Champagnerflaschen aufmache und meine Kollegen vorne, hinten, alle da rundherum anstoßen. Hallo, salut les copains. Et voilà. Ruhm und Ehre holte sich die DC-3 auch während des Krieges an allen Fronten. Als Transporter für Truppen, Nachschub und Munition. Länge 19 Meter, Spannweite 29 Meter, knapp 5 Meter hoch. Gewicht 13 Tonnen, 16 Plätze. Dienstfluggeschwindigkeit 290 Stundenkilometer. 101 Italia 414, speed 210 knots. We have it. I never did hear the VOR signal. Never heard the signal. Okay.
Nachher der amerikanisch immatrikulierten Maschine entsteigen Elsbeth, Wolfgang, Co-Pilot Adams, Kommandant Wainwright, Alex und Rolf. Andy und Beat sind am Filmen. Zürich will man mit dem Rest der Gruppe bald wieder Richtung Australien verlassen. Die Route: Athen, Kairo, Dubai, Karachi, Kalkutta, Rangoon, Jakarta, Darwin. Wollen Sie mal schnell schauen, wie der Flüger aussieht nach diesen 4 Stunden? Ist irgendwie ein bisschen Öl und so. Sieht nicht schlecht aus hier. Ein bisschen Öl, aber das scheint ein normaler Rahmen zu sein. Das vorgestellt. Okay. Mal schauen, ob sie ein bisschen cool ist. Alles geht top. Der sieht ganz gut aus. He? Shiny, tiptop. Der ist ein bisschen warm. Nicht schlecht. He? Gehen wir da rein. Sieht gut aus, alles tiptop. Jetzt müssen wir dann schauen wegen diesen Befestigungen, wenn wir die reinmachen. Zum Flügel stabilisieren. Was sind da die Anweisungen, Alex? Und erst nachher, Amis. Nachher? Alles nachher. Wenn er geschaut hat, dann tut man es machen. Aha. Er gibt mir immer das Okay. Gut. Jetzt sollen wir nochmal aufs Seil ziehen. Zieh nochmal schnell. Ja, ich gut, ich sechs Mal und Holding 20. Ja. Holding 20. Oder nachher könnt ihr wieder. Die, was nicht braucht, um über den Tag zu taxen, können wieder da aussteigen und mit mir raufkommen. Ja. Und den Rest kann ich dann unten holen im Holding. Das ist jetzt definitiv also, das Holding 20. 20. Und genau wissen, wie lange das da bleibt? Ja. Genau wissen. Ja, wie lange, ja. Und wenn es weit ist, da bleibt? Am Remkontroll rufen, oder? Ja. Ja, du kannst mich dann auch. Na doch, er muss jetzt. Was ist total, wie lange das der Flüger da bleibt? Ja. Wie lange das da bleibt? Ja. 10 Tage. Genau, 10 Tage. Ja. Treffig, Susi? Das haben wir ja schon gesagt. Also 10 Tage bleiben Sie da. Wir gehen gerade am 19. raus. Stimmt das? Wann meinst du? 19. Keine Ahnung. Ja, ja, heute ist der 8. Also wir bleiben sicher nicht. Nein, heute ist der 8. Wir bleiben sicher nicht länger als 10 Tage. Ja, sagen wir 19. Ja, gut, am 19. stimmt. Okay, merci. Man kann ja immer noch früher gehen, wenn man will. Früher gehen, bleibt auf jeden Fall nicht länger. Hey, jetzt sollte dann noch der Marshall da vorbeikommen. Mhm. Okay. Tut sie dem Kontroll das vorbeikommen und anvisieren? Ja, ich will. Dann mach ich mit dem. Ich will mal im Licht stehen. Gut, und warte, ja, sonst kann ich euch. Zusammen die Flüge wieder gesehen. Wir zusammen wollen ins GAC rausfahren. Jetzt sehen wir sie wieder, aber jetzt haben wir sie gerade verpasst mit der Kamera. Ja, ich habe sie auch nicht gesehen. Innen geradeaus. Vor dem großen Start muss die FAA-Lizenz des Kapitäns durch das amerikanische Luftamt verlängert werden. Eine Routinesache, aber immerhin gehört ein Prüfungsflug dazu. Auch ein neuer Co-Pilot muss gefunden werden. Die Abreise wird verzögert. Nachher, wenn sie dann nicht mehr sehen, fahre ich dann da wieder her. Nein, das gibt nicht. Ich kann ihn drehen. Da mal. Gut, fahren wir durch.
fahren alle, wenn es in Indianapolis mit dem Rennen fahren müssen. Und ich bin immer noch dabei. Tete! Hast du sie? Klar. Die drehen Runde für Runde. Unwahrscheinlich. Wir sind besessen vom Fliegen. Das ist eine Sucht. Genau. Wenn du das einmal gepackt hast. Wahrscheinlich werde ich das nachher sagen. Man könnte jetzt gehen, die Maschine ist genug warm. Du, ist das auf Band dort, wo der Michael sagt, nobody stops me from flying? Nein. Wo? Frustriert und neiderfüllt vom Boden aus dem Flugzeug nachstarren, warten, nacheilen. Die Tage zerrinnen im vertrauten Milieu, wo jeder sich doch schon mindestens im Nahen Osten wähnte, in voller Montur und mit gepackten Koffern sich bereit gemacht hatte, zu Hause langsam zum Gespött geworden. Ihr seid immer noch da? Zürich ist ein klebriges Pflaster. Dann haben wir's. Unter jenen tonischen, stressigen Situationen das Zeug ausleiert. Wie in einer Slapstick-Komödie entwickelt das Flugzeug eine absurde Eigendynamik und fliegt uns um die Nase. Die Prüfung ist in vollem Gange. An Bord der Captain und der neue Co-Pilot Harry Hawker sowie der aus Frankfurt angereiste FAA-Experte. Emergency Procedures, starten, landen, Instrumentenanflug mit zugeklebter Frontscheibe, Touch and Go, wieder und wieder. Die legendäre Zuverlässigkeit der DC-3 basiert auf zwei 1200 PS Pratt & Whitney Aggregaten. Durch die Vergaser der luftgekühlten Doppelsternmotoren rauschen pro Minute 4 Liter hochoktaniges Benzin. Der Traum vom Abheben und Gleiten, im eigenen Flugzeug den Erdball umrunden und mit Videotechnik das Erlebte festhalten. Der Trägheit und der Schwerkraft ein Schnippchen schlagen. Ja, bitte. Ja, grüezi. Können Sie mir sagen, wie es in Rom aussieht? Mit Streik und Sachen. Ja, einen Moment bitte. Also das ist vorgesehen von heute Abend 22.01, wäre 24 Stunden lang. Wer der Streik? Jawohl. Ab 22.01? Ja. Jetzt ist offen und nachher auch wieder offen, so viel man weiß. Scheinbar morgen Abend ab 22.00 Uhr fängt es wieder an. Danke vielmals. Wiederschauen. Die jungen Fantasien der Fliegergeschichten werden zur nüchternen Wirklichkeit, zum Dschungel der Verordnungen und Lizenzen. In den hochkomplizierten Abläufen der modernen Aviatik nicht zu straucheln, will erst erlernt sein. 22.01, 24 Stunden lang. Bis morgen Sonntag, Abend 22. Aber jetzt musst du raus, jetzt kommt der Co-Pilot und Pilot. Hallo, how are you? Windows. Yes, ma'am, how are you? Leo Tharvik, how are you? Yes, how are you? Very nice meeting you. Yes, very nice. How was the flight? Very nice, very nice. It worked out very nice. We saw you landing and... And starting. By car from the city, and we saw the plane in the air. Did you? Hey. Yeah. Are you Mr. Landros? No, that's him. He's filming. Oh, that's you. Very good. I haven't met you. How are you, sir? But I had you on the phone. We talked on the phone. Oh, that you're the one on the phone. Yes, right. Sir. Very good. Glad okay. To meet you. And I was the one on the phone. First, yeah, a couple days ago or yes, so, yes. When I mixed up everything, you know. No, I mean, it wasn't mixed too up. Much. It just. Didn't understand all the problems and the regulations and such then. But a very nice flight and everything turned out nicely, yes. Oh, that's very good. So we can go ahead? Proceed on, yes. Yeah. Yes. Oh, perfect. Under, you know, VFR conditions like this. Thank you very much. Thank you. And of course you made it possible because you came here. Well, it worked out pretty good with my schedule, so glad to accommodate and be able to it's really nice. Offer our services. Thank you very much.
So. What about that glass of beer? I need it, I think. Oh, sure. Would you join us? Pardon me? Yes, ma'am. We'll fill out some paperwork here that we have to finish off, and then I think that should pretty well take care of the situation. We can go upstairs and do it, shall we? All right. Yeah. That sounds good. That's great. Is it open? Okay. Okay. Krampf auf der Piste. Is there a restroom up there? Yes, that's right, sir. Yeah, yeah. You did it? We did it or whatever. Aber ich habe den Herrn hier getroffen im Restaurant und er hat mir schildern, dass sie Vogel oder gehört haben, wie es gelaufen sei und sie recht positiv. Und was? Wahrscheinlich. Ja, sehr gut. Wir haben einfach den Alufunk abgelesen, oder? Und es ist sowieso ein Hit, hier zuzulassen. Hallo? Zuzulassen, wenn er hier sich in der Luft bewegt, oder? Es ist Platz zum Zuhören, spannend zum Zuhören und es ist etwas Neues für uns, weil er hat ein bisschen andere, also er fliegt einfach anders im Stil, als man sich da gewöhnt ist am Flugplatz. Also man merkt, dass er ein alter routinierter Pilot ist. Aircraft for its age and everything, it looks in very nice condition. Beautiful. Yeah. Just I didn't look at every little bolt and nut and everything, but just from a cursory inspection of everything, it looked like it pretty fair shape. It's good to hear. Okay. All right. So I guess we can. There were little electrical problems with it. That's what would you like to do? There was a. Beer and. What else? This beer. How about the? They have very nice beers in those steins from Fass. You know what I mean? Do you have any cognac or? Yes, sure. Okay, sure. Cognac and maybe a little soda water on the side. Yeah. Also, ich glaube, ihr schafft das ja alleine, hä? Da eure Pläne ausfüllen und so, und da würde ich meinen, nach deiner mündlichen Aussage, die du jetzt schriftlich wohl nicht wirst verbessern. Dass also morgen um 8 Uhr da wäre. Ja? Ja, um 8 Uhr ist Abflug. Ja, wären wir um 7 Uhr da? Ja. Ich habe nur noch eine ganz kurze Frage. Wie steht das, wenn wir morgen auf Gang fliegen? Gehen wir nachher mit Zwischenhalt Nice? Oder gehen wir nachher direkt runter? Nein, von Cannes auf Nizza ist es ja nur 30 km. Ja, ich frage mich, dann fliegen wir nicht mehr auf Nizza, dann fliegen wir nachher direkt runter. Also wahrscheinlich schon. Also, auf Rom? Glaube ich schon. Nein, Glauben macht es selig. Da kommen wir mal schnell schauen. Obwohl, es ist doch klar, wir machen nach Rom. Was ist, wenn wir jetzt nach Rom gehen? Also, jetzt gehen wir mal hier schauen. Ganz ruhig heben, das heißt, wir fliegen jetzt über die Alpen von Zürich. Jetzt gehen wir über die Alpen nach Nizza. Nein, nach Cannes. Wir fliegen nach Cannes, nicht nach Nizza. Zeig mal, wo ist denn Cannes überhaupt? Die Dienstgipfelhöhe der DC-3 liegt bei rund 3.500 Meter. Ohne Druckkabine, für untrainierte oberste kritische Grenze. Darüber liegt die Gefahr des Höhenrausches oder noch schlimmer, der gefürchteten Höhenkrankheit. Die 4000er der Alpen werden elegant umflogen. Ich bin auf der Flugplatz hier.
paar Drehtchen raus. Hey. Es ist Montag, der 24. Mai. Wir sind mit dem Zug auf Gang gefahren und werden mal schauen, was hier läuft am Filmfestival. Nachschub für die Illustrierten und Cineastenhefte. Hassel und Bassel von Starlets und Kreativen, Mäzenen und Talentsuchern. Backgammon und Hummercocktail. Ob Filmgruppi oder Alleinunterhalter, hier findet jeder eine Rolle. Ami, 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 bada. La table est mise après ce plat. La viande humaine, ça se mange pas froid. La viande humaine, ça se mange pas froid. Ami, 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 bada. La cerveza ne se mange pas froid. Et le langue humaine est un beau choix. Et le langue humaine est un beau choix. Ami, 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 bada. Je vous souhaite un bon appétit. Dans la forêt, on a trouvé votre charlaya de comédie. Ami, 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 bada. Faut bien profiter des calories, ne vous en faites pas pour les restes. Ami, 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 fada. Quand on attend le bon service, faut bien perpétuer la race, bien renforcer votre police. Ami, 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 fada. Ton règne fut bien suffisant. Montrer à tes descendants que la viande humaine c'est consistant. Reculez. Attention. Appelle rien les gars. Si, ragazzi, ma no. Yeah, you want to start up with Jerry. 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 Uh-huh. Is it wide enough for you? Yeah, how can you miss? Jerry. You're shooting the ocean. Jerry, yes. Jerry. Huh? Whose bike is this? We'll be my arrested. Jerry. Your bike? Yeah. Beautiful Jerry. Bike. Yeah, coming from Germany. Jerry, ça y est, on a organisé ça. Tu te mets d'avance là-bas. Jerry. How's the crowd? Okay. Jerry, okay. Wonderful. Thank you. This way. This way. Which way? That way. Well, go that way. Voilà, file le film. Tu pousses. Parce que je m'en vais. Avec leur pile de merde. Pardon. Pardon. Hold on to her. This little person be crawling. Here. Give us room. Here. Yeah, give me a week. Give me a break. This way. Walk this way. If I could walk that way, I'd get out of here. Ah, you see what happened. Hey, Chris, come on. It's that cheap stuff. Come on, whoa, three pictures. Come on, Chris, come on. Hey, man. Okay, is that the way you want it? Don't move in, though. Voilà, okay. Yeah. Oh, Jerry. I got mine. You get yours? Okay. It out. Okay, we go. Okay. Okay. Hello, Jerry. Hello. Arrête tes conneries.
How's it going? Wonderful, thank you. This way. This is, thank God it's a mild day. Yeah. You're doing a hell of a job. You ain't doing it for me, though. What's up? 3 secondes ici, 3 secondes, just a second, please. Go. You wait. C'est pour la fondation de Maurice. Deux. Okay. Bye, Greg. Filme immer drehen, so. Aber es passiert noch nicht bis jetzt, hä? Hä? Ja, jetzt mal. Einen schönen Stand. Ah, des gens! Ah là là! Tu vois, c'est ça, ils prennent la plage, c'est tout bêtement. Ah oui, mais ils n'auraient pas plein parce que là, c'est plus. Mais il faut la peupler, la plage, il faut mettre des belles filles, ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas faire du cinéma. Ils devraient être là, là, c'est mieux, c'est plus beau, là, c'est plus vert. Ouais, c'est du vivant. Ouais, ouais. Les gens ne peuvent plus passer, c'est la vraie merde. Ah bon? Ouais, ouais. Bon, moi, j'y vais plus. Ouais, ça va dégoûter, ça va dégoûter. Es ist ein komisches Phänomen. Wenn neu mit zwei, drei Fotografen rumstehen, dann kommen die immer mehr, weil sie denken, es kommen jetzt dort gerade Action. Und so säkeln sich eigentlich die Medienleute dauernd hinten an und am Schluss fotografieren sie noch einen selber oder irgendwer, der gar nicht interessiert. Mich würde es noch schwierig faszinieren, auch mal das zu probieren, wenn einfach von uns, eins von unseren Frauen würde ins Wasser gehen. Und schauen, ob wir auch so eine Meute von Journalisten und Fotografen so anbringen können. Es ist immer zu einer gewissen Zeit findet auf dem Laufsteg Präsentation statt. Und zwar am 11 Uhr am Morgen, habe ich gelesen, wo dann diverse Grössen sich da prominieren und von den Fotografen getapet werden. Wobei wir jetzt gerade in einer flauten Zeit sind und die Leute am Essen sind und am Ausruhen. Und wir müssen vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder mal da aufkreuzen. Aber wir sollten es doch wirklich so machen, dass wir jetzt mal auch Claudio gehen filmen und sonst können wir dann alle nachrennen. Ja. Glaubst du? Ich will es mal probieren. Ja. Claudio. Gell? Ja. Das machen wir jetzt aber dort im Sommer. Und wir haben vorhin gerade drei Fotos. Nicht so. E la Maria è già? Sta nel show. Adri? Adri? Thank you. Yeah. Thank you. E la Maria? Mi amando, tutto il mondo sei per me. E nessuno voglio bene, come a te. Ogni giorno, ogni sera. Thank you.
Comet Film Crew ready for emergency training. Well, good morning, everybody. The object of your training today is to know how to act in an emergency if we are unfortunate enough to have to make some sort of forced landing. That might be either on the water or on the ground. And in the event of a ground one, there may even be a fire risk. So our cabin stewardess is going to show you where all the emergency exits are and which ones are best to use according to the seats where you're sitting in the plane. And in the case of a water landing, wir tun sie also so über den Kopf hin, tun die Bändel unsere Taille festbinden. So. Wenn wir rausgehen, wenn wir über das Fenster raus müssen. So. Ich muss selber schauen, dass ich mich kann. Jetzt haben wir aber schnell gehabt. He? Ist gegangen, ist. Was wir noch machen müssen, wir müssen eigentlich noch mehr helfen. Da unten. Da unten kannst du kaum stehen, oder? Ja. Aber es war gut. Sonst? Schere gut gegangen. Was ist nichts war schlecht, außer der Schluss. Und da müssen wir den anderen ein bisschen mehr haben. Ja, was? Wenn die Tragfläche abbricht, können wir nichts ist schlecht, es war gut. Was kann man dazu sagen? Wir haben es der Plansch, das ist schön, he? Gerade neben dem Flüger betteln. Oder? Und du? Sprachlos. Gefangen im Käfig der Raumzeitkoordinaten. Da sind wir, Stenzel Elba. Wir sind jetzt da in Gampo. Jetzt haben wir vor, im Sinn, haben wir eigentlich auf England zu kommen, oder? Jetzt wissen wir nicht, ob wir über Bastia müssen. Das wäre da Bastia, das ist auf der Insel Korsika. Wo wir Most holen, oder ob wir von da auf Genua gehen. Und richtig England müssten wir dann da irgendwo da durch Frankreich oder hindern und da weiter raus. Da hat es nichts mehr. Aber sehr wahrscheinlich können wir heute gar noch nicht gehen, weil wir müssen zuerst den Hund anmelden in England. Vielleicht, dass wir jetzt mal an die Grenze von Frankreich fliegen werden. Ja. Hey, Mr. Wie fühlst du dich, Toni, jetzt vor dem Start? Was hast du für Gefühl? Sag es mal ein bisschen. Es geht. Nicht so gut. Was denkst du so? Ob die Wasser gut kann fliegen kann. Oder nicht. Wie geht es dir, Eri?
Du, mir geht es eigentlich gut. Ich habe schlechte Aggressionen auf den Michael. Ich finde das ein old fart, oder? Wo man an die Tore hauen sollte. Wenn sein Hirn ein bisschen weich ist, ausgeschwemmt vom Alkohol. Fliegen kann er, no doubt. Und fürs Fliegen habe ich eigentlich ein gutes Gefühl. Ja. Der wird uns nicht hinbringen, wo immer er will hingehen. Leider nicht dort, wo wir hingehen wollen, aber das ist ein anderes Problem. Björn! Was? Was hast du noch? Ja, ich habe ein gutes Gefühl, weil der Michael, ich habe gehört, dass der Michael über 15'000 Flugstunden hat. Gut. Und der Röfi, wie fühlst du jetzt? Ja, ich hoffe, mich noch gut weg. Es ist eine kurze Piste und schlechtes Wetter. Aber wir werden sicher gut hinkommen. Das Einzige, was mühsam ist, dass man einen Pilot für viel Geld bezahlt hier. Und dann macht er, was er will und nicht, was wir wollen. Das ist mühsam. Hab doch keine Angst, es war doch alles nur ein Traum. Bei hellem, klarem Tageslicht hat das doch alles kein Gewicht. Nur in der tiefen schwarzen Nacht.
13 Tonnen schweben zu lassen, ist ein langwieriger Prozess, begleitet von undurchschaubaren Ritualen. Das Gelingen hängt nicht nur von starken Motoren oder einem fähigen Piloten ab. Eine Willensanstrengung jedes Einzelnen ist nötig, eine Konzentration aller beteiligten Kräfte. Und immer wird man sich der Fragilität dieser lächerlichen Aluminiumröhre angesichts der großen Luftbewegungen des Himmels bewusst. Die Spannung, Metall, ist schwerer als Luft, immer auf Messerschneide, denn der Himmel verzeiht keine Fehler. Your course broken, it is free. Don't do nothing that is capless. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Genua, die Millionenstadt der Levante, hat eine große Vergangenheit als Handelshafen des Mittelalters. 1407 wird hier die erste öffentliche Bank Europas gegründet. Die Stadtrepublik und große Rivalin Venedigs wird reich im Zusammenhang mit den Kreuzzügen. Seide, Elfenbein, Gewürze und Edelsteine werden in die nördlichen Gewerbezentren verschoben. Es ist so, wir sind ja jetzt hier auf Genua und gestern ist hier auf dem Platz jene Action passiert. Plötzlich ist die Schmiere eingefahren, die Zoll ist eingefahren, Guardia di Finanza, und sie wollten, dass wir alles zum Flüger ausladen, checken. Sie haben den Haschischnüffelhund geholt. Und ich muss Ihnen mal genau zeigen, dass es gegangen ist. Da ist schlussendlich jenes Gepäck gelegen, oder? Die ganze Ware ist da so gelegen. 15 bis 20 Personen rundherum. Da war der Hund, er hat geschnüffelt, er ist mit der Nase geschnüffelt, oder? Schnüffi, schnüff, ums Gepäck rum. Unser Herz hat langsam geklopft, weil der Erich hat es bereits schon verhaftet gehabt. Der Hund kommt, schnüffi, 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 und kommt doch tatsächlich da zu meiner Jacke an, oder? Geht mit der Nase unter die Jacke. Und was findet ihr? Es ist ein bisschen Gras, das ich also tatsächlich noch vergessen habe, dass es wie immer gehabt. Jene Lampe hat uns 5 Stunden aufgehalten. Und wir müssen jetzt eben nach Zürich, oder? Zurück. Scheint's. Leider, oder? Ist die Welt reist schon fertig, oder? Das wehren sich natürlich all grausam. Also gestern wollte man sogar noch mit der Schmiere stoppen, das heimgehen. Sonst wären wir gestern Abend schon in Zürich gelandet. Jetzt haben wir es noch mal 12 Stunden rausschieben. Und jetzt, wird es eben immer komplizierter. Schildern, was gestern gelaufen ist. Was ist gelaufen gestern? Also wir sind angekommen und wir sind etwa 10 Minuten da gewesen. Dann ist der Erich zum Flüger rausgekommen und sie haben ihm gerade Sekt gesucht. Ich war zwar nicht da gewesen. Und dann, als ich zurückgekommen bin vom Zoll, ich habe Landegebühren und so weiter gezahlt, sind schon etwa 10 Polizisten da gewesen. Haben alle Sekt durchnuscht, haben nach Haschisch geschaut und der Hund ist eingefahren. Und ja, wir haben alle ein bisschen Angst, wir bleiben dort stecken im Gefängnis. Sag, Toni will noch sagen, wie der Schäferhund, der Haschischnüffelhund, plötzlich hat er sie entdeckt, dann ist ihm langsam Pfeifen raus und hat er sehr wahrscheinlich vergessen, dass er überhaupt noch Haschisch suchen muss. Hat er nur noch eine Conchita schmöckeln. So hat sie ihre Reise bis heute verdient. Kamera dislozieren, führen. Ich muss anscheinend noch zahlen, kommst du mit? Und damit, meine lieben Freunde, die Heime in euren warmen und bequemen Polstersessel, mit eurem Bierli vorne dran, meldet sich der Ede Wolf ein letztes Mal live vom Flugplatz außerhalb der schweizerischen Grenze. Weil, sagen wir, in 4-5 Stunden sind wir in Zürich. Und mit Nina würde sagen, es war ja alles nur ein Traum. Jetzt müssen wir aber leider noch zahlen. 105. 1000, meine, sind Zahlen, die wir schon fast gerne müssen, wenn wir die hören. Weil uns interessieren nur Millionen, Milliarden. Multiplizieren wir 3. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie alles, was wir haben. Aber kommst du mit? Sie werden uns ein bisschen entgegenkommen. Wir haben hier nochmal 10'000. Ich würde sagen, das ist alles, was wir haben. Ich würde aber noch 100 Franken von Erich mitnehmen. Wenn du nochmal kannst, oder von Dollari, von Andi. Empty.
sind auch dabei. Flieg nach Tel Aviv. So bin ich mal Tarif. Ich flieg nach Eschnapur. Den Tiger auf der Spur. Ich flieg nach Babylon. Hotel mit Vollpension.